So, wir sind hier auf der internationalen Spielemesse in Essen und vor mir steht Anton Kammerl und er hat das englischsprachige Spiel About Time für den Zeit Verlag übersetzt. Wie kam es dazu? Es kam dazu, ich bin Spieleerfinder, hatte einige Spiele bereits für Ravensburger gemacht, hatte das offizielle Spiel für IKEA gemacht damals. Und dann wurde ich aus England angesprochen von der Firma Circa Circa, die bereits diese englische Ausgabe hatten. Und dann wurde ich gebeten, die deutsche Ausgabe für dieses Spiel umzuarbeiten. Das heißt, ich habe 1300 Fragen in enger Zusammenarbeit mit dem Zeit Verlag in Hamburg umgearbeitet für die deutsche Ausgabe. Und können Sie kurz das Spielprinzip von About Time erklären? Das Spielprinzip, du bekommst eine Kategorie, du landest auf einer Kategorie, rot, gelb, grün, ich sage jetzt mal ein bisschen ähnlich wie Trivial Pursuit, aber es taucht dann eine Frage auf, sagen wir, wann hat Albert Einstein als Elektriker auf dem Münchner Oktoberfest gejobbt und alle raten, wann das gewesen sein könnte. Das Schöne an dem Spiel ist, man muss es nicht wissen, man kann es wissen. Meistens sind die Fragen so ausgewählt, dass sie sehr lustig sind, sehr informativ, aber dass man sie nicht genau eingrenzen kann. Und dann tippt jeder, der eine sagt 1910, der andere sagt 1890 und in dem Fall wäre die richtige Antwort 1893. Derjenige, der am nächsten an das Jahr kommt, rückt wieder ein auf dem Brett vor, Richtung Zentrum, wo dann die finale Fragerunde stattfindet. Das Geniale an dem Spiel ist in erster Linie dieser magnetische Kartenhalter. Hier werden also jeweils die einzelnen Kategorien aufgedeckt und jede Kategorie, jede Frage bezieht sich auf ein Jahr. Der Vorleser enthüllt nach der Frage dann das Jahr, in dem Fall war es dann 800 und die Fragen lauten zum Beispiel, Karl der Große wird von Papst Leo III. In der Petersbasilika von Rom zum römischen Kaiser gekrönt. Das ist dann die Kategorie Geschichte. Also es ist eine sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit steckt drin und ist sehr lustig. Also es ist, glaube ich, eine wunderbare Kombination aus Unterhaltung, sehr viel Interaktion. Jeder Spieler ist in jeder Runde voll gefordert in Duellsituationen und man kann Teams bilden. Das Spiel ist also ab 14 Jahre empfohlen. Es ist ein sehr, sehr anspruchsvolles und gleichzeitig sehr lustiges Spiel. Und was ist das Besondere an der Zeitausgabe? Das Besondere an der Zeitausgabe ist, dass die Zeit in diese 1300 Fragen auch ein paar Zeittitelbilder gemischt hat. Und wenn ein Zeittitelbild auftaucht, wird es überall herumgezeigt und dann hat jeder zu raten, wann das gewesen sein könnte. Und da steht dann die Lösung jeweils auf der Rückseite. Das sieht man ja, dass das nicht gezeigt werden kann. So. Und das sind dann aus 60 Jahren Zeitgeschichte sind es 50 Titelbilder, die in diese 1300 Fragen reingemischt sind. Und die Zeit wurde 1946 gegründet. Das heißt, wenn dann jemand auf 1712 tippt, der ist selber schuld. Ja, okay, gut. Dann danke ich Ihnen für das Interview. Ich habe zu danken.